Grüß Gott, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Immotalk, dem Podcast, der Ihnen als bestehender oder zukünftiger Immobilieneigentümer in München dabei hilft, zum wahren Experten für die eigenen vier Wände zu werden. Dafür öffnen wir auch heute wieder die Türen zu Informationen, die Ihnen ganz konkret und absolut verständlich dabei helfen, die besten Entscheidungen in Bezug auf Ihre Immobilie zu treffen. Mein Name ist Michael Mühlmann und ich bin Ihr Immobilienexperte in München. Los geht's, packen wir's! So, und da sind wir schon wieder zur dritten Episode. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, dem Immobilien-Podcast aus München für München, Immotalk München. Es geht um Tipps und Tricks für Immobilienkäufer. Wir haben in den ersten beiden Episoden schon über relativ viele Dinge gesprochen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir sagen, Mensch, Sie haben Ihre Wohnung gefunden und jetzt geht's zum Notar. Wenn Sie zum Notar gehen, kommt irgendwann ein Kaufvertragsentwurf. Und dieser Kaufvertragsentwurf, naja, wie soll es anders sein, der ist in Rechtsdeutsch geschrieben und dieses Rechtsdeutsch ist manchmal, schwer zu verstehen. Das ist aber auch gar nicht dramatisch, denn wenn Sie von uns oder über uns den Kaufvertragsentwurf bekommen, sprechen Sie uns an und wir gehen da all diese Dinge durch, die da drin stehen und besprechen das in aller Ruhe und wandeln dieses Rechtsdeutsch in normales Deutsch auf Wunsch auch in ein Bayerisch um, weil auch Bayerisch unsere Heimat oder meine Heimatsprache ist. Ja, wie läuft das so ab? Also tatsächlich, wir kommen zum Notar, Sie geben dort Ihren Personalausweis ab, der Notar guckt Sie nochmal an und sagt, sind Sie auch diese Person, die hier ist? Und wenn er sagt, jawohl, das ist so, dann geht's los und dann geht's in die eigentlichen Details rein. Also auf was muss man achten beim Notar? Es ist relativ einfach. Es gibt nur immer so ein paar Dinge wie Auflassung und Auflassungsvormerkung. Was ist das? Und da scheitern eigentlich die meisten dran. Also eine Auflassung kommt, dieser Begriff kommt im Übrigen aus vor ganz, ganz langer Zeit, als es noch diese Grundbücher in der Form gab, dass tatsächlich ein Grundbuch noch ein Buch war. So, und jetzt, wenn Sie damals eine Immobilie, ein Haus oder eine Wohnung gekauft haben, wurde im Grundbuchamt dieses Grundbuch geöffnet und dann wurde hier eingetragen, dass es einen neuen Käufer geben soll. Das war die Auflassung, weil man hat dieses Buch dann aufgelassen. Und dann, wenn der Vollzug kam, dass das Geld gelaufen ist, alles wunderbar, dann hat man den neuen Käufer als Eigentümer eingetragen und das Grundbuch wieder geschlossen. Die Auflassungsvormerkung ist etwas, was heute sehr, sehr schnell und digital geht. Das heißt, Sie sagen, Sie kaufen diese Immobilie und dann schießt der Notar quasi seine Informationen digital ins Grundbuchamt rein und sagt, hopp, Auflassungsvormerkung, hier ist ein Käufer, der wird diese Immobilie kaufen, der wird sie kaufen wollen. Und Achtung, Achtung, das wird jetzt hier eingetragen, denn es hat schon Fälle gegeben, wo dieser Verkäufer mit dem Käufer 1 beim Notar war und ist 30 Minuten später bei Notar 2 gewesen mit Käufer 2 und hat die Immobilie nochmal verkauft, um dann wieder 30 Minuten später das gleiche Spiel nochmal zu machen. Also er hat also im Prinzip dreimal seine Immobilie verkauft, dreimal Geld bekommen, oder vielleicht auch nur zweimal. Und ab damit auf die Bahamas und weg war der Bursche. Das funktioniert so nicht, weil es die Auflassungsvormerkung gibt. Das heißt, ein sehr schneller Eintrag ins Grundbuch. Achtung, da gibt's einen, der will das Ding kaufen. Natürlich gibt's noch ein paar andere Dinge, die man im Rahmen eines Kaufvertrages fragen kann. Die sind aber zum Teil sehr individuell und da sprechen wir sehr, sehr gerne drüber. Ja, was gibt es denn noch zu erzählen? Wir haben für Sie einen Lifetime-Immobilienservice eingerichtet. Das heißt, wenn Sie Ihre Immobilie gekauft haben bei uns oder vielleicht auch nicht über uns, aber dann können Sie den auch nutzen, dann ist es nur ein bisschen komplizierter, aber nicht dramatisch. Dieser Lifetime-Immobilienservice bedeutet, dass Sie von uns einen Link bekommen. Dieser Link ist nur für Sie und mit diesem Link können Sie immer Ihre Immobilie sehen. Sie können also auch dann sagen, Mensch, ich habe meine Immobilie mal renoviert, ich habe ein neues Bad oder was weiß ich was reingepackt, das können Sie dort eintragen. Sie können dann immer wieder sehen, immer wieder aktuell, was ist denn meine Immobilie aktuell wert? Gibt es eine Wertsteigerung oder laufen wir neutral? Wo stehen wir? Und Sie sehen auch,
Wie entwickeln sich Immobilien um meine Immobilie selbst herum? Also wo stehen denn die im Wert? Wo kommen die? Was machen die? Sie können sich noch eintragen lassen. Mensch, ich habe die Immobilie für 1 Million gekauft und für 2 würde ich sie verkaufen. Können Sie sich einen Preisalarm einstellen, der informiert Sie, sagt, so, Wunschpreis jetzt erreicht und jetzt, wenn du willst, kannst du sie verkaufen. Das ist ein sehr, sehr schönes Tool. Sie können diesen Link auch, wenn Sie möchten, Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen, um einfach eine Vermögensübersicht haben, wo stehen denn meine Immobilien momentan aktuell. Natürlich ist es so, wenn Sie einen Wert brauchen, weil Sie Ihre Immobilie verschenken möchten, an die Kinder übertragen oder wie auch immer, da rentiert es sich, nochmal einen Sachverständigen reinzuschicken. Aber dieses Tool ist ganz, ganz nett und sehr interessant. Da können Sie schon selber mal drauf schauen, wo steht meine Immobilie und wie ist die jeweilige Entwicklung darüber. Wenn Sie weitergehende Fragen haben zum Immobilienkauf, dann zögern Sie nicht, uns anzurufen. Wir sind da sehr, sehr gerne für Sie da. Und wenn Sie noch keine Immobilie bisher gefunden haben, weil Sie sagen, Mensch, es ist schwierig, eine zu finden, dann habe ich noch einen richtig guten Tipp für Sie. Und zwar haben wir auf unserer Webseite, auf der www.isb-münchen-immobilien.de eine Immobiliensuchmaschine für Sie installiert. Wir haben jetzt aktuell Ende Juli 2022 über 4.000 Kaufangebote in München und im Übrigen auch über 2.500 Mietangebote auf einer Seite, nämlich auf unserer Seite. Die finden Sie dort. Ich will Ihnen noch kurz erzählen, wie das Ding funktioniert. Also Sie müssen nicht bei ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet, eBay Kleinanzeigen und was es alles gibt, also die einzelnen Portale durchsuchen nach Ihrer Immobilie, sondern das machen wir täglich. Wir durchforsten sämtliche Portale, also die wichtigen Portale, die es gibt, werden durchforstet nach Immobilien und fassen die auf einer Immobilie zusammen. Das Ganze finden Sie direkt bei uns auf der Startseite unter Immobilien-Suchmaschine. Einfach reinklicken und Ihre Wunschimmobilie finden. Wenn Sie eine Immobilie suchen, die Sie, na, wo Sie sagen, Mensch, in den Portalen will ich sie gar nicht finden, denn wenn eine Immobilie im Portal gefunden wird, ja, dann ist sie ja meistens schon, ja, dann ist sie belagert und wird von vielen Leuten angeguckt. Sie können bei uns einen Suchauftrag hinterlegen. Das heißt, Sie werden dann 2 Wochen früher informiert, bevor eine Immobilie bei uns, die wir im Verkauf haben, bevor die online geht, bekommen Sie über Newsletter schon mal die entsprechende Information. Oder Sie können auch exklusiv ganz persönlich einen Suchauftrag hinterlegen, dass Sie sagen, ich suche ein Haus oder eine Wohnung im Münchner Westen, im Münchner Osten, Norden, Süden, wo auch immer. Sie sagen, was Sie haben möchten. Sie sagen, was Sie bereit sind auszugeben. Und wir suchen für Sie. Dazu brauchen wir ein persönliches Gespräch, aber das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. An dieser Stelle bedanke ich mich sakrisch fürs Zuhören. Und jetzt ist soweit, dass soweit ist. Ich habe Ihnen erstmal schon, denke ich, relativ viel mit an die Hand geben können, auf was man achten sollte, wenn man eine Immobilie kaufen möchte. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Ich freue mich. Danke. Schöne Zeit, gute Zeit. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Servus, bis dann. Ciao, ciao.